Ich habe in meinem Text ein paar Zitate drinnen und ich will jetzt nicht immer dazu sagen, Achtung, da ist jetzt das Zitat. Und deshalb könnt ihr bitte das in euren Pocket-Bibeln vorbereiten. Und zwar Fußnote 1, Johannes 1,1. Fußnote 2, Genesis 1,3. Fußnote 3, ihr glaubt doch nicht, dass das wirklich so in der Bibel steht. Fußnote 4, Genesis 1,12. Nur zur Vorbereitung. Okay, jetzt kann ich anfangen. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts. Gott sprach, und es war egal, welche Sprache er verwendete, denn den Patriotismus hatte er noch nicht erfunden. Gott sprach, es werde Licht, und Gott sah, dass es gut war. Und er sprach, Evolution, los geht's. Und er sah, dass es gut war. Und die Sonne wärmte und der Regen kühlte und die Bakterien wuchsen und zerteilten sich und wurden zu Leben. Und Gott sah, dass es gut war. Da war Wasser und da waren Pflanzen und da waren Berge und alles war gut. Und die Tiere wurden größer und jedes erledigte seinen verdammten Job. Geboren werden, fortpflanzen, sterben. Perfekter Kreislauf. Samen trieben aus, wuchsen zu Pflanzen und trugen Früchte. Perfekter Kreislauf. Doch da passierte etwas Komisches. Gott beschloss, nicht mehr zuzuschauen, sondern einzugreifen. Gott hasste Äpfel und deshalb schuf er Bananen. Doch Affen bekamen Lust auf Bananen und vermehrten sich schneller und entwickelten sich schneller. Und plötzlich war da eine Gruppe von Menschen. Und Gott lehnte sich zurück und schaute zu. Und es gefiel ihm. Und Menschen breiteten sich aus und waren plötzlich überall und vernichteten alles um sich herum. Und als sie jeden Berg bezwungen und jedes Meer befahren hatten, da beschlossen sie, sich selbst zu vernichten, weil sonst gab es eigentlich keine Herausforderungen mehr. Im Anfang war das Wort und ohne Worte wurde nichts. Menschen brauchten das Wort so dringend, wie Gott es gebraucht hatte, um Himmel und Erde zu schaffen. Menschen schufen Geschichten und sie hörten, dass es gut war. Doch sie hatten verschiedene Sprachen und als sie alle Sprachen kennengelernt hatten, meinte jede Gemeinschaft für sich, unsere Sprache ist die schönste. Nur in unserer Sprache soll die Wahrheit verkündet werden. Nur in unserer Sprache existiert die Wahrheit. So entstand der Patriotismus. Weil es sehr viele Sprachen gibt, war diese Wahrheit aber sehr unlogisch und jeder erzählte eine andere Wahrheit und so wurde aus den Menschen Lügner. Die Menschenvölker stellten fest, dass immer nur andere Menschen logen und so entstand der Rassismus. Der Patriotismus war ein guter Weg, den Rassismus zu unterstützen und so beschlossen die Herrscher der Menschenvölker immer nur ihre eigenen Menschen zu fördern. Herrscher legten fest, wer die Lügner waren und Lügner wurden von Löwen gefressen oder ihnen wurde der Kopf abgehackt. So entstand Diktatur. Gott überlegte, ob er nicht nochmal eingreifen sollte, denn die Menschen wurden immer brutaler und vernichteten immer größere Teile seiner wunderschönen Welt. Doch Gott mischt sich nicht oft ein und wenn, dann knallt's. Aber er schaut gerne zu. Er beobachtet, wie sich die Dinge entwickeln. Und wenn er sich einmischt, dann ist der Forschungsbericht nicht mehr fehlerfrei. Wenn Forscher sich einmischen, dann gibt es schlechtere Noten für das Projekt Erde. Eines Tages, vermutlich war es ein Sonntag, rief ein kleines Mädchen nach Gott. Und Gott antwortete nicht, das wäre zu aufdringlich gewesen. Das kleine Mädchen rief nochmal, aber diesmal beschimpfte sie die Regierung, die alle ihre Probleme verursacht hatte. Das Mädchen wurde eingesperrt und vermutlich irgendwo erschossen. Doch einigen Menschen gefiel das nicht. Sie riefen ihre Verärgerung heraus und liefen auf die Straße. Die Herrscher versuchten, etwas dagegen zu tun, doch sie konnten nicht. Es waren einfach zu viele. Und so entstand die Mündigkeit und die Meinungsfreiheit. Im Anfang war das Wort und das Wort war gut. Doch es verstummte. Es wurde zu Daumen hoch und Smiley und Angry Face und Sad Face. Es wurde zu Gleichheit ohne Gerechtigkeit. Es wurde zu einem Summen und das Summen wurde lauter. Im Anfang war das Wort. Und egal was du tust, du kannst es nicht töten, denn alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort ist nichts.